William und Louis sind in verschiedenen Physikklassen am Santa Rita Gymnasium. Der Lehrer von Louis macht Prüfungen mit 30 Fragen, während der Lehrer von William die Prüfungen häufiger, dafür mit nur 24 Fragen macht. Louis Lehrer verlangt auch noch drei Projektarbeiten pro Jahr. Obwohl beide Klassen eine unterschiedliche Anzahl Prüfungen haben, wurde ihnen zugesichert, dass alle bis zum Ende des Schuljahres die gleiche Anzahl Fragen beantworten müssen. Was ist die kleinste mögliche Anzahl Prüfungsfragen, welche William und Louis in einem Jahr erwarten können? Nun, was passiert hier? Beide, sowohl William wie auch Louis, schreiben mehrere Prüfungen. Louis beantwortet 30 Fragen pro Prüfung. Zeichnen wir doch einmal auf, was hier passiert. Nach einer Prüfung hat er 30 Fragen beantwortet. Nach der zweiten Prüfung sind es schon 60. Nach der dritten Prüfung wären es dann wie viel? 90. Nach der vierten 120. Und nach der fünften 150. Was passiert denn bei William? Ja, William, der schreibt Prüfungen mit 24 Fragen. Das heißt, nach einer Prüfung hat er 24 Fragen beantwortet. Nach der zweiten Prüfung hat er 48 Fragen beantwortet. Nach der dritten Prüfung sind es 72. Nach der vierten Prüfung sind es 96. Nach der fünften Prüfung sind es 120. Und nach der sechsten Prüfung sind es dann 144. Ja, was passiert hier? Was ist die kleinste mögliche Anzahl Prüfungsfragen, welche William und Louis in einem Jahr erwarten können? Wir wissen auch, dass beide die gleiche Anzahl Fragen beantworten müssen im ganzen Jahr. Ja, welches ist denn die kleinste Zahl, die wir hier bei beiden, sowohl bei William wie auch bei Louis sehen? Das ist die 120. 120 ist die Anzahl Fragen, die beide in einem Jahr beantworten müssen. Louis schreibt jedoch weniger Prüfungen als William. Louis schreibt nur 1, 2, 3, 4 Prüfungen, während William 1, 2, 3, 4, 5 Prüfungen schreiben muss, damit sie beide 120 Fragen beantwortet haben. Dieses Problem kann man jedoch auf eine andere Art lösen. Um was handelt es sich bei dieser Aufgabe? Ja, hier handelt es sich natürlich um eine Aufgabe, in der wir das kleinste gemeinsame Vielfache suchen. KGV, das kleinste gemeinsame Vielfache von wie viel? Von 30, den Fragen von Louise, und 24, den Fragen von William. Und wie viel ist das dieses KGV? Es ist natürlich 120, wie wir soeben herausgefunden haben. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, wie wir dieses Problem lösen können. Man muss nicht immer solche Diagramme zeichnen. Vielleicht mag sich erinnern, in den anderen Videos haben wir das schon gesehen. Diese weitere Lösungsmöglichkeit ist die Primfaktorzerlegung. Wir machen die Primfaktorzerlegung zuerst für die Anzahl Fragen von Louis. 30, ups, das war die falsche Farbe. Nehmen wir das richtige. 30 haben wir hier. 30 geteilt durch 2 gibt 15. 2 mal 15 sind 30. Die 15, die zerlege ich in 3 mal 5. Und schon habe ich die Primfaktorzerlegung für 30. 30 gleich 2 mal 3 mal 5. Machen wir doch das auch für die Prüfungsfragen von William. Die 24, die zerlegen wir in 2 und 12. Und die 12, die zerlegen wir in 2 und 6. Und die 6 wiederum, die können wir zerlegen in eine 2 mal 3. Ne? Dann haben wir 24 ist
2 mal 2 mal 2 mal 3. Ein anderer Weg, um das kleinste gemeinsame Vielfache zu finden, ist, indem wir diese Primfaktorzerlegung verwenden. Wir suchen das kleinste gemeinsame Vielfache von 30 und 24. Ja, wenn eine Zahl durch 30 teilbar ist, dann muss sie auch die Faktoren von 30 haben. Das heißt, 2 mal 3 mal 5 muss Teil ihrer Primfaktorzerlegung sein. Wenn die Zahl gleichzeitig auch noch teilbar durch 24 sein muss, dann muss sie auch die Faktoren von der 24 erhalten. 2 mal 2 mal 2 mal 3. 2 und 3 haben wir hier ja schon mal. Aber wir brauchen natürlich 3, 2. 2, 2, 2. Das heißt, wir schreiben einfach noch die 2 hier, die fehlenden 2, 2, die schreiben wir noch hin. Und dann haben wir die Primfaktorzerlegung des kleinsten gemeinsamen Vielfaches, nämlich 2 mal 2 mal 2 mal 3 mal 5. Ja, was sehen wir denn? Was heißt das hier? Diese Faktoren hier, 2 mal 2 mal 3, ja, das sind ja die 24. Und diese Faktoren hier, 2 mal 3 mal 5, das sind die Primfaktoren der 30. Und gemeinsam sind sie alle die Primfaktoren von 120, dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen von 30 und 24. Das heißt, wir können diese Aufgabe hier oben eigentlich auch lösen, ohne so ein Diagramm zu zeichnen, sondern indem wir einfach die Primfaktorzerlegung der zwei Zahlen 24 und 30 machen und dann das kleinste gemeinsame Vielfache suchen. Gut, wollen wir uns eine weitere Aufgabe anschauen? Umaima kauft sich eine Packung mit 21 Ordnern. Sie kauft sich ebenfalls eine Packung mit 30 Bleistiften. Sie will alle Ordner und Bleistifte verwenden, um für ihre Klassenkameraden gleiche Sets mit Büromaterial zusammenzustellen. Was ist die größte Anzahl identischer Sets, welche Umaima mit all dem Büromaterial zusammenstellen kann? Die wichtigen Informationen habe ich schon angestrichen. Größte Anzahl. Größte Anzahl, das weist uns darauf hin, dass wir hier mit dem größten gemeinsamen Teiler arbeiten müssen. Wir müssen den größten gemeinsamen Teiler von zwei Zahlen bestimmen, und zwar von den 21 Ordnern und den 30 Bleistiften. Wir haben hier den 21 Ordner und die 30 Bleistifte. Gut, wie bestimmt man den größten gemeinsamen Teiler von zwei Zahlen? Mit der Primfaktorzerlegung, das haben wir schon in anderen Videos gesehen. Dann machen wir doch dies gleich für 21. 21 lässt sich nicht durch 2 teilen. 3 ist die kleinste Primzahl. 3 mal 7 gibt 21 und 7 ist ja auch schon wieder eine Primzahl. Damit haben wir 21 schon zerlegt. Dann schauen wir uns doch die 30 an. Die 30, ja, die haben wir schon vorhin gemacht. Die 30, das ist 2 mal die 15. Und die 15, die zerlegen wir in 3 mal 5. Was haben wir denn hier jetzt für gemeinsame Primzahlen? Wir haben die 3 und das ist die einzige Primzahl, die wir haben. Das heißt, der größte gemeinsame Teiler von 21 und 30 ist 3. Das will uns sagen, dass Umaima ihr Büromaterial in 3 gleich große Sets aufteilen kann. Das können wir uns vielleicht etwas bildlich vorstellen, wenn ich diese 21 Ordner kurz zeichne. Ups, die falsche Farbe, aber ist egal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und dann noch die 30 Bleistifte. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
7, 8, 9, 10. Da mache ich doch Copy-Paste, das ist mir zu viel Arbeit. So, schon haben wir 30 Bleistifte. Was bedeutet das? Diese drei, wir können die 21 Ordner in drei gleich große Gruppen unterteilen. 1 und 2. Und genau auch die 30 Bleistifte, die können wir in drei gleich große Gruppen unterteilen. Und zwar in drei Gruppen von je 10 Bleistiften und in drei Gruppen von je 7 Ordner.